Vor 29 Jahren übten die Menschen in der DDR hier auf diesem Platz den aufrechten Gang in die Demokratie. Es war eine Zeit des Aufbruchs, der Mut brauchte. Mut, sich für Demokratie einzusetzen, braucht es heute auch wieder. Was ihr in den letzten Wochen und Monaten aus Chemnitz und Köln gehört habt, stimmt ja. Es stimmt. Es gibt im Osten mehr Rechte und rassistische Angriffe. Es gibt eine höhere Zustimmung zu rechten und rassistischen Einstellungen. Es stimmt. Die AfD hat hier Wahlergebnisse um die 20%. All das stimmt. Und doch ist es nur die Hälfte der Wahrheit. Denn in all diesen Orten, Chemnitz, in Köthen, in Klausnitz, in Freital und in Heidenau, in Schwerin und in Velten, in Oranienburg und in Rostock, gibt es Menschen, die nicht den Rechten und den Rassisten folgen. Auch dort gibt es Menschen, die sich solidarisch verhalten. Aber sie werden in der Gesellschaft nicht wahrgenommen. Sie werden nicht wahrgenommen, weil seit mehr als 2 Jahren die gesamte Aufmerksamkeit der Partei der Angstmacher gilt. Das müssen wir ändern. Liebe westdeutsche Freunde, macht euch nichts vor. Schauplätze rassistischer Gewalt sind nicht so weit weg von euch, wie ihr vielleicht glaubt. Nicht so weit weg von den großen Städten. Schaut nach Dortmund. Schaut nach Neukölln. All das, was ihr im Osten verortet, findet in eurer Umgebung statt. Habt ihr den Mut, euch damit zu konfrontieren? Macht euch nichts vor. Das, was der rechte Block in der Gesellschaft gerade in Ostdeutschland versucht, bereitet er auch für den Westen vor. Wartet nicht, bis in eurer Stadt Menschen, die sich engagieren, angegriffen, von Rechten an den Pranger gestellt oder als linksextrem und gewaltbereit denunziert werden. Wartet nicht, bis aus Parlamenten und von der Straße gegen Vielfalt, soziokulturelle Arbeit oder ein Kunstwerk so lange gehetzt wird, bis sich die Akteure aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen. Wartet nicht, bis in eurem Bundesland dazu aufgefordert wird, Lehrer zu melden und zu denunzieren. Wartet nicht, bis Abgeordnete der Partei der Angstmacher fordern, auf den Spielplänen der Theater und Orchester habe zwar Beethoven, aber Schönberg nichts zu suchen. Wartet nicht, bis eine laute Minderheit beginnt, sich Mehrheiten unter denen zu erobern, die aus Angst, aus Vorurteilen, aus Hass dieser Partei und ihren Anhängern nachlaufen. Liebe westdeutsche Freunde, macht euch nichts vor. Jetzt ist die Zeit, gezielt Menschen und Initiativen zu unterstützen, die sich täglich diesem rechten Irrsinn entgegenstellen. Jetzt ist die Zeit, sich in Hamburg und Köln zu fragen, was können wir für die Menschen tun, unter prekären Bedingungen in ostdeutschen Kleinstädten und ländlichen Regionen für Demokratie streiten. Jetzt ist diese Zeit da. Jetzt ist es Zeit zu handeln. Jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, David.